Es ist mal wieder Zeit für Pakete öffnen. Beziehungsweise Angel packt die sinnlosesten Sachen, die man sich eigentlich kaufen kann, aus. Nicht wundern, das Video wurde dann gedreht, wo in Deutschland hier die absolute Sommerhitze war. Ab und zu ist die Klimaanlage an und es hört sich nicht wirklich immer gut vom Ton an. Das ist aber auch nur bei den ersten 3 oder 4 Clips so. Nehmt da bitte Rücksicht drauf. Ich bin für euch bei 40 Grad hier richtig eingegangen. Wie immer zum Schluss die anderen Teile von Pakete öffnen auschecken. Ich habe nämlich jetzt schon einige davon gedreht, wo ich mir echt viel Stuff geholt habe und auch einiges, wo ich denken muss, wieso habe ich mir das überhaupt geholt? Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe gehört, wieder ein neues Paketchen von Gearbest. Erstaunt, wie schnell das dieses Mal angekommen ist. Ich habe mir so ein paar Sachen davor bestellt, die sind aber nicht angekommen. Zumindest doch nicht. Deswegen gehen wir mal rein. Hier ist ein kleines Kästchen drin. Lenovo. Ist wahrscheinlich vielen von euch gar kein Begriff. Das war heute sogar das Gesprächsthema bei uns im Fitnessstudio. Einen neuen Fitness-Tracker geholt, weil ich mal so einen kleinen Vergleich haben möchte zwischen dem Xiaomi Mi Band 3, war das glaube ich, und jetzt halt das von Lenovo. Oh man, absolut durch den Wind. Ein Case. Ich habe ja das Xiaomi Black Shark und das hat ja hinten auch so LEDs und so. Und, ja geil. Damit ist die Wärmeabfuhr auch noch geregelt. Boah, 5 Stunden gestreamt. Komplett vergessen, dass ich noch was im Briefkasten habe. Ist was ganz Besonderes drin. Oh yes. Das hier, Freunde, ist eine Kreditkarte der anderen Art. Das, Freunde, ist eine Karte, die es Fremden nicht mehr ermöglicht, mit einem Auslesegerät an eure Tasche ranzugehen und eure Daten auszuklären, beziehungsweise eure Bankkarte, Kreditkarten. Die können ja alles ausgelesen werden, wenn einer mit so einem Gerät dann zu euch kommt und halt richtig... Das Ding blockiert das Ganze und das hat sehr gute Bewertung und sieht auch echt schick aus. So, in diesem kleinen Päckchen sind tatsächlich 4 neue VTC 5 Sony Kornion bzw. die Murat. Sony stellt die ja nicht mehr her, hat den Namen abgegeben an Murat. Ja, so sehen die Dinger aus. Aber ich habe noch ein Paket, das ein bisschen größer ist. Da weiß ich auch schon, was drin ist. Das kommt dieses Mal von eBay. Momentan bestelle ich eigentlich sehr oft bei eBay, weil ich mit Amazon übelste Probleme habe, weil die mir sogar mein Konto gesperrt haben. Das habe ich hier. Oh. Das ist hier. Ein extra langes Rohr. Weiße Haare sind wieder am Start. Meine Cam kommt damit gar nicht klar. Und ich habe das Mikrofon ein bisschen verstellt. Und wir haben hier ein neues Paket mit Warnung. Tada! Neue Kopfhörer. Sound Search 60. Zu denen kommen wir gleich. Dann nochmal Sound Liberty 53. Sind auch Kopfhörer, True Wireless Ear Buds. Und ich habe jetzt endlich einen Router, einen Travel Router. Um genau zu sein, der Filehoop Travel Router with External Battery. Und das von RevPower. Dieses Thema Livestream und so wird immer populärer. Und wie geil wäre denn dann bitte ein Wireless Router in kleiner Form? Alter, diese Bedienungsanleitung ist aber mal absolut die Bibel. Oh, ich sehe jetzt schon Type-C, das gefällt mir jetzt schon. Und hier ist das Ganze. Es ist auf jeden Fall deutlich schwerer, als ich gedacht habe. Es ist Plastik, wirkt aber sehr hochwertig. Ich denke, beschweren kann man sich ja auch weniger. Ich denke mit LEDs vorne. Powerbutton auf der Seite. Unterstützt 2,4 und 5 GHz. Hat einen SD-Karten-Slot. Dazu ist hier auf der oberen Seite noch eine Gummiklappe. Das war kräftig. Mit USB, Type-C und sogar LAN-Steckeranschluss. 6700 mAh Stunden. Das Ding kann man mit 2 Ampere laden. Ich denke, das wird ganz gute, vielleicht einen Tag durchhalten. Muss ich auf jeden Fall testen, weil ich habe bald vor, wenn ich auf Reisen bin oder so, IRL Real-Life-Streams zu machen. Das wird auf jeden Fall ganz nice. Und da habe ich mir diesen hier von RevPower ausgesucht, weil von RevPower habe ich auch meine Akkus. Ich habe eigentlich voll viel von RevPower, deswegen. Hier spricht Angel aus der Zukunft. Wir haben das Teil mittlerweile getestet und ich muss sagen, das ist mittlerweile eines der besten Gadgets, die ich momentan kennengelernt habe oder kennenlernen durfte. Das Teil ist nicht nur ein Wireless Router, sondern ist auch noch eine Powerbank an sich. Ihr könnt damit alles Mögliche laden. 6700 mAh hat das Ding zur Verfügung und es ist auch noch ein Hub.
Das heißt, wenn ihr mal eben mit eurer Kamera irgendwie was shooten gewesen seid und packt ihr eure SD-Karte rein, dann wird das Teil eure Daten kopieren und sichern. Ihr wisst nicht, wie umständlich das ist, wenn ihr Daten verliert. Gerade wenn man als YouTuber Videos aufgenommen hat oder ähnliches, man ist unterwegs, man kommt nach Hause, Speicherkarte verloren, dies, das. Das passiert euch damit nicht mehr. Einfach die Speicherkarte hier reintun, das Ding kopiert alles und hat sogar ein eigenes Netzwerk. Mit der App kann man nämlich auch die Daten dann direkt aufs Smartphone ziehen oder direkt auf dem PC, wo ihr hin wollt. Das ist richtig geil. Die Bedienung ist auch sehr einfach und wird sogar noch auf der Amazon-Seite ganz einfach beschrieben. Zudem waren wir in der Niederlande und haben da mal ein bisschen das Internet angetapft in dem Hotel, den wir waren. Und ich habe da mein eigenes Internet gehabt. Hotels hassen diesen Trick. Was mir noch aufgefallen ist, hier steht 5G drauf. Das unterstützt 5G. Ist in Deutschland ein bisschen schwierig, aber ein riesiger Schritt in die Zukunft. Und jetzt wieder zurück in die Vergangenheit. Ich denke, die Kopfhörer machen wir zum Schluss. Kommen wir jetzt erstmal zu den In-Ear. Alter, was ist denn hier mit den Handbüchern los? Die sind wirklich fett heute. Und hier sauber und ordentlich verpackt. Aha. Das Ganze hier auch über Magnethalterung. Sogar mit Status-LED. Man kennt es eigentlich. Die waren auch relativ günstig, unter 100 Euro. Micro-USB-Eingang zum Laden der Box an sich. Und die Box kann man dann quasi als Mini-Powerbank dann mitnehmen. Das Ganze noch mit verschiedenen Aufsteckgrößen, was echt wichtig ist, weil wir haben alle verschiedene Ohren. Und wenn ich euch jetzt sage, bei mir passt Medium, dann dürfte bei euch Medium wahrscheinlich nicht passen, sondern vielleicht Small oder Large. Freut euch auf jeden Fall schon mal zu dem Vergleichsvideo zu den In-Ear-Pads. Da habe ich nämlich was geplant. Und kommen wir zu den, die hier, Freunde, waren mit unter anderem die günstigsten Noise-Canceling-Kopfhörer, die ich finden konnte. Wir sehen hier eine sehr gute Verpackung. Ich mag das wirklich, wenn hier auf Accessoires geachtet wird. Das Ganze ist auch sehr gut vernäht und dann ist eine sehr schöne Verarbeitung. Faltbar, natürlich faltbar, mit Lederohrmuscheln oder Lederpolstern. Riechen sehr gut. Haben einen angenehmen Geruch. Wir haben hier goldene Klinkenstecker, sehr wichtig, sehr gut. Die kann man nämlich nicht nur über Wireless verwenden oder über Bluetooth, sondern auch mit Stecker. Sie fühlen sich auf jeden Fall sehr gut an, sehen sehr hochwertig aus, haben hier ein Drehgelenk, das nur in eine Richtung funktioniert, das aber nicht weiter schlimm ist. Selbst hier oben ist noch ein Lederpolster. Ob das jetzt echtes Leder ist, sei mal dahingestellt. Nein, ist es nicht, aber ist auch gar nicht schlimm. Linke Seite Micro-USB, rechte Seite Lautsprecher, ein weiterer Knopf zum Anmachen und noch ein Knopf und Klinkeneingang. Wow. Ich hatte noch nie Noise Cancelling Kopfhörer. Das ist der Shit. Ich höre mich selbst nicht. Oh mein Gott. Mal sehen, ob die auch sofort über Bluetooth verfügbar sind. Es ist krass. Es ist wirklich sehr gut. Für den Preis, diesen Komfort ist geil. Muss ich beim Training noch austesten? Mir ist das immer beim Training sehr wichtig, aber das sind momentan die besten Kopfhörer, die ich drauf hatte. Man kennt das ja von Amazon. Man sieht da diese günstigen Noise-Canceling-Kopfhörer und da denkt man sich, ja, hole ich doch nicht, weil die Rezensionen können gefaked sein, dies, das. Deswegen bin ich ja für euch da. Die sind auch sehr laut. Also könnt ihr wirklich laut hauen. Gucken wir mal, ob die hier auch schon einsatzbereit sind. Das ist rechts, das ist links. Auch in schwarz, könnte ganz stylisch aussehen. Wow, sie fitten echt gut. Bis auf der rechte, aber ich habe auch verschiedene Ohrengrößen. Sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Ein auf Business Call mäßig. Touch-sensitiv, nice. Also ich kann hiermit auf jeden Fall auch die Lautstärke steuern. Haben die nicht nur 70 Euro oder so gekostet? Da rechts ist für lauter, links ist für leiser. Ah, wen rufe ich denn jetzt an? Ha, aber niemals dreimal drauf tippen, dann ruft ihr irgendwen an. Der Klang ist sehr gut. Oh, jetzt habe ich den Google Assistant gestartet. Wie habe ich das denn gemacht? Hallo Google? Ah, das versteht mich sogar. Eingebautes Mikrofon ist auch am Start. Telefonieren und alles, das ist auf jeden Fall auch noch ein zweites Video wert. Aber die Teile verwende ich jetzt gerade momentan und könnt ihr auf jeden Fall gerne mal auschecken. Ich habe jetzt was preis-leistungstechnisch sehr Gutes und auch was sehr Günstiges rausgesucht, was echt Qualität hat. Ein Tag später, Resümee zu den Orkel In-Ear-Buds. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Und dass sie mit Type-C angetrieben werden, beziehungsweise diese Ladebuchse, die Dinger dreimal laden kann und das dann damit angeschlossen wird, das ist einfach... Das ist Premium. Für den Preis von, wie viel haben die gekostet? Weiß ich nicht mehr. Guckt selbst in der Beschreibung. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich habe kräftig bei den Amazon Prime Days eingeschopft. Mir geht mein Protein wieder so langsam aus. Und das war für 13 Euro im Angebot. Das ist ein Kilo. 13 Euro ein Kilo. Ich habe
Strawberry White Chocolate mir gezogen. Da hast du dein Mikrofon auf Nahdistanz eingestellt und jetzt brauchst du wieder was in außer Ferne. Ich brauche auch noch so ein Lavalier-Mikrofon, das wäre echt nice. Ich sag ja, ich habe bei den Amazon Prime Days nice geshoppt. Wir haben sogar im Livestream geshoppt. Das heißt, alles, was ich mir gekauft habe, habt ihr gesehen und das packen wir auch jetzt aus. Guck mal, das nennt man Schutz. Das sollte mal jede Firma machen hier. Das, was hier drin ist, hat nur 100 Euro gekostet. Glaubt ihr mir das? Boah, wie kriege ich denn das hier raus? Opa, wenn du das siehst. Tut mir leid, aber dein Stuhl ist echt verranzt, Mann. Und wie der Stuhl aufgebaut aussieht, das seht ihr jetzt. Tada! Der Stuhl ist fertig. Mm. Das Ganze gibt's auf Amazon noch in der Stoffvariante, aber ich habe mir jetzt hier das PU-Leder gezogen, was zudem auch feuerfest ist.